Immer schön alles aufdecken, sonst sind wir nachher verwirrt. Die Ecke kann ich leider auch nicht. Hi. Du nix giftige Spucke. Du sterben. Ich sollte öfter mal wieder meinen Blutungsangriff benutzen. Ja, gegen die giftige Spucke kann ich mich leider nicht wehren. So, was hast du Schönes getroppt? Nichts, was uns was bringt. Okay. Spinnen. Und ja, ich bin ein bisschen zu sehr überladen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal kurz in den Hauptraum zurück. Richte dort wieder mal ein Lager für uns ein. Ah, das sah ein bisschen verdächtig aus, die Risse, aber da ist nichts. Ja, überall liegen Tote rum. Ich weiß schon, wo ich ein Lager einrichte, hier in dem Raum. Ja, Dolch kann raus. Eigentlich alles, was ich hier oben gerade so gelagert habe, kann raus. Und schwupps, sind wir schon wieder auf einem viel besseren. Ah, das ist der Trinkknopf. So. So, hier gehe ich am besten ohne Karte durch, weil ich nirgends runterfallen will. Weil den Sturz überleben wir nicht. So. Die sind knuffig. Also wenigstens mal eine Abwechslung zu dem, was wir gerade eben gemacht haben. Hier können wir fast sogar ohne Skills bekämpfen. Keine Knöpfe hier. Papa Baren. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja.
Muss nur gucken, dass mein Tank am Leben bleibt. Weil er den Akku zieht. So. Dann heilen wir mal. Sie hat zum Glück jetzt mittlerweile eine recht hohe Mana-Regeneration. Da, Feuerball für euch. Und ja, ich brauche dringend dieses Wasser-Eis-Schild-Upgrade da. Aber das ist noch eine Weile hin. So, brenne, stirb. Gut. So, halt du dich selber noch ein bisschen, weil da ist schon die nächste Papa. Ach, Mann. Wisst ihr was, die können mir ja gerade mal den Buckel runterrutschen. Ich gucke jetzt erstmal, ob da oben ein Schlüsselloch war an der letzten Tür, die wir noch nicht aufhaben. Eine bessere Möglichkeit, uns zu quälen, haben sie sich nicht ausdenken können. Nein, natürlich ist hier kein Schlüsselloch. Ach ja, das hier kann ich wegnehmen. Das heißt, ich muss mich durch die Horrorshow durchkämpfen. Naja. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Habe ich eigentlich das Lager markiert? Nein, habe ich nicht, aber ist egal. Machen Abflug. Außer Reichweite, das sagst du mir jetzt. Hi. Hätte das viel früher zünden sollen.
Achtung. Ach ja, Unterweltbarbaren mal wieder. Nicht wirklich. Wobei, kritische Chance sollten wir behalten, also. Er glupscht in meine Richtung, das gefällt mir nicht. Ja, den ganzen Weg zurückzulocken. Könnte sich auch als schwierig erweisen. Naja, versuchen wir es mal. Er kommt auf jeden Fall. Das ist nicht so schön. So. Jetzt haben wir dich. Genau da, wo wir dich haben wollen. So, immer dem Feuerbolzen ausweichen, sonst geht's nicht. Okay, den einen konnten wir verkraften. So, den unterbrechen. Okay, das war verkackt. Das war wieder besser.
Okay, Mist. Ist noch alles gut. Ich glaube, jetzt können wir eigentlich uns um ihn kümmern. Ohne dass es Probleme geben sollte. Dass wir ihn vor dem Tank nicht down kriegen. Also dass unser Tank zuerst fällt. Nee. Warum ist da schon wieder eine Sonne? Steht hier was von der Sonne? Irgendwas unter die Sonne werfen und dann eine andere Sonne finden, hä? Das war nicht beabsichtigt. Habe ich da jetzt gerade die Steuerung verarscht oder war ich zu doof zum Anhalten? Bitte sag mir, dass ich einen Quick Save gemacht habe, nachdem ich den Betrachter getötet habe. Ah. Ja, Gott sei Dank habe ich einen Quick Save gemacht, nachdem ich den Betrachter getötet habe. So, der Ring hier. Den lass mein Wurf verbergt. Weil gewundene Kluften, damit kann nur der Ort hier gemeint sein. Finde eine andere Sonne und leg mich darunter. Gut. Eine Nachricht. Noch so ein Teil. Ja, die sind stapelbar. Gut. Und ein Folio. Seid ihr beide eigentlich mittlerweile Dual-Wielder? Ja, seid ihr. Okay, das Folio hebe ich mal auf. Was ist das? In tiefen Kavernen, versteckt im Schatten, werden wir zurück an unsere Anfänge gehen. Hm. Okay. Und ich dachte eigentlich, es hätte was mit der Sonne hier oben zu tun, weil da habe ich auch eine gesehen gehabt, glaube ich jedenfalls. So, decken wir hier erstmal noch auf, was wir können. Okay, ich höre wieder was laufen. Das ist okay. Was läuft, das fliegt nämlich nicht. Dumm, die Dummen. Ja, du bist mehr angeschlagen. Das hat bereits gefruchtet. So machen. So, zwei von den Unterweltbarbaren sind schon mal weg. Es ist nur noch einer übrig. Okay.
Was ist das? Es sieht aus wie eine magische Karte, aber sie wurde ausradiert. Also ist es ein wertloses Stück Papier. Wo ist der Papierkorb? Eine nutzlose leere Karte. Ah. Warum habe ich das Gefühl, dass sie nicht so nutzlos ist? Lassen wir mal die Tür Tür sein. Wieder Barbaren mit Eisenspitzen. Okay.